nach dem Heimspiel der Fischkopf-Inuit gegen die Löwen Frankfurt. Endstand 2:1 nach Verlängerung. Ich begrüße die Medienvertreter aus Bremerhaven sowie als auch aus Frankfurt und natürlich auch alle Fernsehzuschauer bei Square TV. Natürlich auch schönen guten Abend an die beiden Coaches, Mike Stewart, Fischkopf-Inuit und den Kehler, Head Coach der Löwen Frankfurt. Der Kehler, Ihnen als Gästecoach gebührt das erste Wort. Ich darf Sie bitten um ein kurzes Statement zum Spiel. Short statement to begin, please. Thank you, and congratulations, Michael, to you and your team. I thought that it was clearly a game between two teams that had something to prove tonight. I know that the Penguins have lost their last couple last weekend, and their determined play showed that they were hungry to get back to their winning ways. I thought for our own group, it was a positive step in the right direction. We've been struggling to keep pucks out of our net, but I thought we defended much more effectively. We had outstanding goaltending from Ryan Hogan tonight and gave ourselves an opportunity to win. And in a game that's so well played, physical on both sides, some real quality hockey, it's too bad that, you know, from my opinion, I sit here and I've bitten my tongue many, many times. But when the officiating starts to put players' health at risk, then I think something needs to be said. And a clipping check late after a play in the first period, we lose a player. A slew foot in overtime, we've lost a player. And when we get drilled from behind, the officials find a way to even up that call. I'm just beside myself when we've got players in the room that are hurt. It's a physical game, it's a tough game, I appreciate that. But the referees have a responsibility to look after the players on both sides. And I think that in that responsibility, he failed miserably this evening. Thank you. Spang an den Gästecoach. Sieht der Fall Mike, dann darf ich auf dich ein kurzes Statement zum Spiel bitten. Dankeschön, guten Abend. Ich habe es auch ähnlich wie Tim eigentlich gesehen. Beide Mannschaften, ich glaube, in letzter Zeit sind unter ein bisschen Druck gestanden und beide Mannschaften sind hart aus der Kabine gekommen. Ich komme vor, dass wir waren eigentlich vielleicht ein bisschen nervös, ein bisschen zu passiv in den ersten 20 Minuten, aber dann im Laufe des Spiels, wir haben mehr Tempo gefunden und mehr Scheibenbesitz und vor allem sehr gute Torchancen ausgearbeitet. Ich glaube, von meiner Sicht, beide Tormänner heute waren ja, hervorragend. Beide Mannschaften haben interessanterweise ähnliche Spielstil und haben beide sehr, sehr gute Chancen kreiert. Es war uns wirklich noch 40 Minuten 0-0 schon wieder ein guter Test für uns und wir haben die richtige Antwort heute gegeben. Und dass Hafenrichter ein Tor und ein Assist gemacht hat, er hat seine Qualität gezeigt und in den ersten, sage ich, 6 Spielen oder sowas, er ist ein bisschen weg von seiner Linie gekommen. So, das hat mir und natürlich auch Hafe, es hat ihm sehr, sehr gut getan heute. Und dann zum Schluss unser Captain wieder. Es war kein schönes Tor, aber genau so ein Tor ist genau, was wir gebraucht haben in Overtime. Scheibe zum Tor, Net Drive und irgendwie ist es reingegangen. So, 2-1, es war eine harte Partie für uns, ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben einen Weg gefunden, 2 Punkte zu holen. Du hast mit einem Halbzeit eben schon mal die beiden Torleute gelobt. Letztes Wochenende warst du mit beiden, deinem Torhüter nicht zufrieden, aber mit der Reaktion heute von Brad musst du zufrieden sein. Ja, und das ist noch ein Spiel bei unserem kurzen Gespräch in der Kabine. Ja. Diese drei Leute ausgezeichnet, Deji, Hafe und Jägs. Drei Leaders in unserer Mannschaft und die drei haben eine wichtige, wie soll ich sagen, das Spiel entschieden für uns. Das ist wahrscheinlich besser gesagt. Teamleistung war gut, Jungs haben gekämpft, von oben bis unten, aber letztendlich Jägs hat eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert und als eine Mannschaft, wir haben diese kleinen Zweikämpfe gewonnen heute und das ist mir enorm wichtig. Weil ganz ehrlich, der Frankfurter haben gedruckt von den ersten Minuten bis zum Schluss und nie aufgegeben. Der Wille war sehr stark von beiden Mannschaften. So, es ist einer von
die, wie soll ich sagen, um jede Zentimeter ist gekämpft worden. Und ja, ich meine, ich bin happy for Frankfurt, war ein tough Gegner heute. Du hast eben gesagt, jeder Zentimeter am Kampf für Tim Keller war es zu hart, ganz offensichtlich, und der Schiedsrichter von ihm ordentlich. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich war überhaupt nicht zufrieden, schier ja nicht. Und so, jeder hat seine Perspektive, respektiere seine. Aber bei mir, ja, ich glaube mir, ich bin mehr als unzufrieden. Weil von meiner Sicht, es hat mehrere Szenen gegeben, die ja, auf unser Weg gegangen werden sollen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ist das Deutsch nicht wirklich? Jeder Frau ist knapp genug. Weißt du, aber das ist ein, schon wieder jemand, mehrmals. Luftverschwendung, Zeitverschwendung. Wir haben gewonnen, wir sind happy. Ich wollte auch gar nicht so sehr auf den Schiedsrichter raus, sondern auf die Frage, ob es zu hart war, das Spiel. Ach so, ja. Wenn wir reden von ein paar Checks oder wenn wir reden von der Schlägerarbeit, das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube eher nicht. Ich meine, für mich, aber jeder hat seine Meinung und es ist einfach so. Okay. Jetzt weiß ich nicht, was mit dir ist, Matthias. Du hockst ja so neben dem Tisch, hast keine Fragen mehr an Mike. Gut, dann bedanken sich die Fischhoff Pinguins heute Abend bei 3248 Zuschauern für eine wieder mal tolle Eishockey-Kulisse. Und wir freuen uns natürlich schon auf das nächste Heimspiel am Sonntag, 17 Uhr gegen Bietigheim. Ich wünsche unseren Gästen aus Frankfurt eine gute Heimreise. It's a clear safe trip home. Good luck and many successful. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.